Herzlich willkommen in unserem Zuhause. So, dann zeigen wir euch jetzt mal unsere Wohnung. Wird eine kleine Roomtour. Viel Spaß dabei. Einmal drehen. Hier ist unser Schlafzimmer. Also hier haben wir ein schönes großes Bett, einen großen Schrank. Da drinnen ist auch noch ein Safe. Hier vorne haben wir unsere Bollerhelme gelagert. Ja, hier vorne links daneben, da stehen unsere Backpack-Rucksäcke eingepackt. Wir haben ja, wie gesagt, hier ein Apartment. Das ist also alles Selbstverpflegung und Co. Wir müssen uns hier um alles selber kümmern, außer wenn wir Bettwäsche waschen lassen wollen oder Zimmer reinigen lassen wollen. Das können wir gegen Gebühr machen lassen und dann wird das für uns erledigt. Aber meistens machen wir das halt selber, so reinigen. Also, ne? Ja, können wir. Genau, Zimmer haben wir auch alle eine Klimaanlage, bis auf das Badezimmer. Das Bad hat halt ein Fenster, das ist mit Fliegengitter vergittert. Das bleibt die ganze Zeit auf. Aber hier ist es eigentlich auch ziemlich angenehm immer. Genau. Da ist der Blick nach draußen. Ja, das ist echt groß, das Badezimmer. Ja, ich gehe mal in die Ecke. Das ist echt cool. Na, hier hat man auch noch so ein Schränkchen, da kann man seine Sachen reintun. Die Wäscheleine, die haben wir selber mitgebracht. Das genau. Wäscheleine. Wäscheleine. Und hier hängen wir halt manchmal Sachen zum Trocknen hin. Ja, eine Dusche, Badewanne braucht man in Thailand eigentlich nicht. Also wir haben ja auch zum Beispiel jetzt in der Dusche haben wir warmes Wasser, in der Badewanne aber nicht. Da ist jetzt zwar ein Hahn, da kann man links und rechts drehen, aber da kommt nur kaltes Wasser raus. Genau wie hier bei der Hauptarmatur. Geht auch links, rechts, kommt aber nur normal kalt-warmes Wasser raus. Also in Thailand gibt es kein wirklich kaltes Wasser, zumindest hier auf Koh Samui. Das ist auch nachts noch angenehm relativ, also kann man super auch mit duschen. So, dann geht es hier wieder durch das Schlafzimmer. Und dann haben wir hier unser Wohnzimmer und unsere Küche zusammen. Genau, hier haben wir einen Ventilator in der Ecke stehen. Den haben wir meistens immer an. Genau, ist auch richtig erfrischend eigentlich damit. Ja, die Klimaanlagen, die fressen halt auch wirklich viel Strom. Und eigentlich reicht dann wirklich auch der Ventilator. Also die Klimaanlagen hatten wir bis jetzt zweimal ganz kurz an. Aber wirklich vonnöten sind sie nicht. Ja, schöne Lampen sind ja auch mit drin, Fernseher, bisschen Wanddeko. Haben wir noch nicht angehabt, wir sind erst 2 Wochen hier. Ja, genau, sieht man ja hier. Kabel ist noch aufgewickelt, der wurde noch nicht gebraucht und der wird auch nicht gebraucht. Ja, und so sieht es dann halt aus hier. Das ist genial, dass wir einen großen Kühlschrank haben. Mit Gefrierfach hier. Ja. Da haben wir halt nichts drin, da wollten wir vielleicht mal Eis machen, also mit so Förmchensaft oder sowas. Und hier richtig coolen großen Kühlschrank. Ist auch schön gefüllt mit Obst und Kokosnüssen. Das ist richtig cool. Ja, ja, das ist echt super. Wir sind jetzt hier in einem Bungalow, der ist halt nur für Langzeitgäste. Und es gibt da noch Bungalows. Die sind halt für normale Urlaube, da können wir euch gleich auch mal ein Video einblenden. Da waren wir nämlich letztes Jahr im Urlaub, das ist richtig schön. Ne, das ist ganz schön, hier ist auch ein Toaster mit drin, eine Kaffeemaschine da hinten. Dann ist hier noch ein Wasserkocher, wer braucht eine Mikrowelle. Ja, ein Verlängerungskabel, also alles was man so wirklich für den normalen Bedarf braucht, das gibt es hier auch. Ich muss mir gerade meinen Arm abtupfen lassen. Ich war vorhin draußen. Ich weiß nicht, ob man sieht. Draußen ist es so heiß im Moment. Da läuft mir noch wieder Schweiß hier runter. Wir haben jetzt keine Klimaanlage und keinen Ventilator an. Weil das vielleicht sonst auf dem Video zu hören ist. Genau. Lassen wir es. Ja, hier ist auch noch. Ja, Ceranfeld ist mit drin. Ein schöner großer Schrank. Ja, ein Schrank ist noch da. Wir haben auch noch Sachen drin lagern. Ich glaube, wir haben jetzt unsere Sachen da oben, aber das ist ja meistens direkt immer genau. Brauchen. Ansonsten halt hier die Spüle. Ja gut, Spülmittel hatten wir uns selber gekauft. Aber sonst die Handtücher zum Beispiel sind auch hier. Das ganze Geschirr, das war jetzt auch hier. Mülleimer ist da.
Deko, Deko. Deko, Deko. Ja, riesen Fensterfront, ich gehe mal zurück. Kann man auch nachts echt schön blickdicht machen oder auch tagsüber, wenn man weg ist. Ich zeige das mal kurz, damit die Sonne hier nicht so reinscheint. Und dann wird es auch nicht so heiß. Da gibt es hier diese riesen Vorhänge. Die sind wirklich klasse, die kann man ganz zumachen. Aber jetzt ist natürlich helllichter Tag, da wollen wir euch lieber mal mit nach draußen nehmen. Heute ist leider ein bisschen bewölkt. Genau. Aber man hat hier richtig coolen Ausblick. Muss man ja. zur Seite gehen, dann kann man noch mehr Meer sehen. Das ist So. ja jetzt schon schön aus, aber wenn die Sonne scheint. Genau, wenn die Sonne scheint und es wirklich Cool. ganz klar ist, dann kann man hinten zum Beispiel auch Kopangan oder Kopangyan ganz klar sehen. Das ist echt schon Hammer. Die Insel ist zum Beispiel jetzt eine halbe Stunde lang entfernt. Mit dem Boot kann man schön Ausflüge machen oder auch mal rüber und da ein paar Tage verbringen. Das werden wir auch noch machen. Ja, und ansonsten direkt gegenüber hier ist ein deutscher Nachbar mit seiner thailändischen Frau. Da kann man auch übernachten. Der bietet aber auch Essen an. Da waren wir kürzlich essen, haben uns lange abends mit ihm unterhalten. War sehr, sehr nett. Und er hat erzählt, dass hier unten eine 3 Meter lange Schlange war. Genau, vor ein paar Jahren hatte der hier unten auf dem Weg, wo gerade das Auto herfährt, mal eine 3 Meter lange Schlange. Die wollte bei ihm rein und da hat er die auch erlegen müssen. War wohl auch ein ziemlicher Kampf, aber wenn ihr mal hier seid, sprecht mir drauf an. Die Geschichte hat er wirklich lustig erzählt. Ja, und was uns noch interessiert, wo macht ihr denn am liebsten Urlaub? So in Hotels oder in Bungalows, also dass ihr euch selber Ups. Das interessiert uns mal, könnt ihr das ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Und wir blenden jetzt gleich noch das Video von dem anderen Bungalow ein, Ja. wo man halt normal Urlaub machen kann. Genau. Ja. Gut, dann hoffen wir, ihr hattet viel Spaß. Wir machen noch einen kleinen Blogbeitrag dazu. Da könnt ihr noch mal ein bisschen mehr darüber lesen. Auch mit den Preisen, die geben wir da noch mal an. Genau. Verlinken noch mal genau hierzu. Und ja, Und wo man das buchen kann. Und genau, genau, wenn Blogbeitrag, ihr Fragen habt. den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, wenn Ja. ihr Fragen habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Und wie gesagt, schreibt mal rein, ob ihr lieber im Hotel oder in Bungalows mit Eigenverpflegung Genau. macht. Und in diesem Sinne lassen wir euch jetzt mit der schönen Aussicht alleine und wünschen euch noch einen schönen Tag. Genau. Macht's gut.